Ja, und wie der Zufall so will, kommt hier tatsächlich gerade ein Kojote vorbei. Weiblicher Kojote. Da muss ich auch erst warten, bis er ein paar Meter weiter weg ist. Und der fällt im Knall. Das wäre jetzt natürlich wunderbar für den Multiplayer-Wettbewerb. Da gucken wir doch jetzt mal ganz schnell nach. Braucht man auch nicht allzu weit laufen. Hat auch seine Vorteile. Körpertreffer, aber das ist bei Kojoten ja nun nicht anders möglich. Ja, 37,9. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel oder wenig ist, aber ich glaube, es gibt wesentlich schwerere. Ja, ich habe auch gleich eine Mission erledigt. Platz 31 in der Competition, in dem Wettbewerb. Auch nicht schlecht. Mein erster Abschuss mit dem 357 Revolver und eine Mission beendet. Da gucke ich mal ganz flugs, was denn die nächste Mission ist für Kojoten. So. Erlegen Sie einen Kojoten aus dem Northern Quarter Gebiet von White Hart Island. Ah ja, gut, da sind wir eh nicht. Und es wäre auch ein Einzelspieler, eine Einzelspielermission. Also dementsprechend gerade völlig unpassend. Oh gut, wir haben auf jeden Fall schon mal Platz 31 belegt. Von, tatsächlich mal gucken. Keine Ahnung, wie viele Leuten. Ach, das sind gar nicht so viele. Das sind gerade noch 45 Leute, die überhaupt was angetragen haben. Platz 1 ist momentan bei 86. Ja gut, wenn der Fuchs damit zukommt. Man da halbwegs gute Kaliber bei hat. Aber ich sag mal, dabei sein ist alles. Oder auf jeden Fall das Wichtigste. Das Schweinchen haben wir natürlich verjagt. Ist aber nicht ganz so wild. Und jetzt geht die Warterei weiter. So, das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Da hat gerade ein Kojote geheult. Den habe ich mal angelockt. Oder versucht zumindest. War noch relativ weit weg.
hier direkt hinkommt. Und Mautihirsche lassen sich noch wirklich Zeit, hier überhaupt aufzuschlagen. Die Kojoten, die sind nicht immer so ganz zuverlässig, habe ich das Gefühl. Wenn, dann schlagen sie auch mal gerne Haken. Kommen nicht so zielstrebig wie andere Tiere auf einen zu, aber da glaube ich, habe ich ihn gesehen. Wenn ich mich auch getäuscht habe, habe ich mich getäuscht. So. Nee, das Schwein wollen wir nicht anlocken. Ah, da kommt er ja. Ja, einen ziemlich großen Bogen geschlagen. Wollen wir da denn jetzt ein Männchen vielleicht? Auch ein Weibchen. Die Mission, die ich gerade bei den Kojoten abgeschlossen habe, war auch die Mission, dass ich einen Kojoten vom Hochsitz aus erlegen soll. Das war jetzt eher Zufall, dass ich die Mission abgeschlossen habe. Oh, ich sehe gerade hier vorne steht auch gerade schon ein Maultierhirsch. Da bräuchte ich allerdings noch ein paar weitere. Das ist auch ein Männchen, wenn ich das richtig sehe. Wenn jetzt noch zwei weitere da irgendwie auftauchen, das wäre top. Dass ich die dann alle zusammen spotten könnte. Das Männchen scheint auch nicht unbedingt klein zu sein. Ich könnte jetzt erst die Mission abschließen, schießen in ein Männchen vom Hochsitz aus, aber wenn, dann wollen wir das. Wieso springt der denn jetzt ab? Die blöde Sau. Der blöde Hirsch. Ja. Zusammen mit dem Kojoten. Blöd. Klein sah der gar nicht aus. Es war nicht so prächtig wie vorhin der erste. Aber immerhin. Vielleicht liegt es ja doch an meinem Deo. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Noch nicht spotten können. Aber meistens kommen die wieder, wenn die nur durch andere Tiere aufgeschreckt worden sind. Der ist vermutlich jetzt vom Kojoten angesteckt worden. Dann müssten die wiederkommen. Hab leider das Duftspray vergessen für Maultierhirsche. Aber Details gibt's dann gleich und wieder eine kurze Verschwörung.
Ja, so lang war die Pause jetzt gar nicht. Da seht ihr, dass der Maultierhirsch auch schon wiederkommt. Er ist noch ziemlich nervös. Ist ein, ja, mittelprächtiger Bursche. Nicht wirklich klein. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass noch irgendwo aus den Büschen zwei Weibchen dazukommen. Also, zwei Männchen wäre auch nicht schlecht. Dass wir das Spotting abschließen können. Der darunter mit schönen Weißwedeln geschossen. Ich bin mal gespannt, was er da gleich einsammelt. So, da haben wir auf jeden Fall ein Männchen stehen. So. Weibchen der Welt, vereinigt euch, kommt zu mir. Zwei Stück reichen. Das klingt doch vorzüglich. Nur leider, es ist eine Weißwedeldame. Ja, noch ist das Männchen da hinten etwas verzückt. Vierer Score Weißwedel hat er erwischt. Schau an. Dann schreiben wir mal ein schnelles Waldmann 2. Ja, Der Hirsch weiß noch nicht so wirklich, was er machen soll. Die Weibchen bleiben aus. Bis auf das Weißwedel, was da vorhin gerufen hat. Was vermutlich noch irgendwo da in den Büschen steckt. Jetzt haben wir gespottet bis 220 der Score, also das ist doch schon ein ganz schön kräftiger Bursche. Den ziehen wir uns jetzt schön ran. Und dann wird er auch ohne Umschweife. Ja, jetzt hat er auch endlich mal gerufen. Dem haben wir anscheinend schon mal eine Spur aufgenommen. Er hat sich jetzt also beruhigt. So, dann gucken wir mal die Entfernung. 35 Meter bis zu der Linie.
Das wäre zu schaffen. 50 Meter, denke ich mal, sind für das Flintenlaufgeschoss eine gute Entfernung. Den müssen wir bei Laune halten. Der andere war aber noch größer. Ja, ohne Profilbild ist das jetzt schwierig. So, da kommt die Weißwedeldame. Die wirken irgendwie eleganter, zumindest als die Maultierhirsche oder Schwarzwedeldame. Graziler. Flachs drin. Flintenlaufgeschosse. Ja, komm noch ein paar Meter vor, bitte. Schlage zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Hab dich gehört. Komm her. Bin ich da am Zittern. Und jetzt am besten stehen bleiben da vorne. Bleib stehen. Bleib stehen. Perfekt. Ja, da brauchen wir gar nicht hinterher zielen. Das ist vorbei. So, dann gucken wir noch mal, was uns da die Jagdgöttinnen beschert haben. Wir haben ihn auf jeden Fall ordentlich getroffen. Ja, erst nehmen wir noch Spuren auf. So viel Zeit muss sein, dass wir das Triplett auch voll haben. Oh, der sieht hübsch aus. Habe ich da ins Auge geschossen? Zumindest übers Auge. Hundertzweiundfünfzig. Und da haben wir einmal komplett ausgeräumt. Kopf, Schulterblatt, Wirbelsäule vorn, linke Lunge und Leber. Also das war, ja, das, also diese Flintenlaufgeschosse, die sind schon sehr, ja, wirksam, sagen wir mal. So, da machen wir mal ein schönes Bildchen von. Hier neben dem hübschen, wie wollen wir das Ding anders umziehen? Gib mal deine Nase her, mach die mal runter. Einlegen. Na, nicht wieder runterfallen.
Da bleibst du drauf liegen. Alles Ragdoll. Muss da liegen bleiben. Ja, ist nicht so ganz einfach. Er will nicht. Aber jetzt liegt er besser. Ja, mit dem Aussicht, mit dem Turm im Hintergrund. Machen wir ein schönes Bild davon. So, jetzt brauchen wir quasi nur noch drei weitere Maultierhirsche zu spotten. Und dann können wir die Adlerauge-Mission auch endgültig abschließen. Also dieses hat jetzt schon mal 800 GMS wieder gebracht. Oder GM-Dollar. Nur, dass wir den Maultierhirschen vom Turm runtergeschossen haben. Wir warten dann jetzt einfach mal. Also wieder kurze Unterbrechung. Also bis gleich.
So, da sind wir wieder. Wir haben gerade aus der Richtung mindestens zwei unterschiedliche Rufe von Maultierschweibchen gehört. Und das könnte bedeuten, dass wir gleich auch die zweite Mission abschließen können, wenn da doch noch ein drittes bei ist. Noch nichts zu sehen. Jeden Fall erstmal fleißig callen. Sehen wir die erste Bewegung. Zwei Tiere auf jeden Fall. Minimum. Ja, es sind drei Tiere. Die lassen wir auf jeden Fall mal näher herankommen. Könnten auch vier oder fünf sein. So genau kann ich das jetzt nicht abschätzen. Eins, zwei Köpfe, drei Köpfe. Da ist bestimmt noch irgendwas im Hintergrund. Ja. Jetzt ist das Kaffeekränzchen endlich da. Mir geht es jetzt auch nur darum, die Tiere zu sichten, nicht um sie wirklich zu jagen. Es sei denn, es ist auch noch ein starker Bulle dabei. Oder Bock, wie man sagt. Vorsichtig schon mal gucken. Das Dunkle da rechts könnte. Das ist auch Weibchen, alles Weibchen. Gut, die lassen wir auf jeden Fall mal näher herantreten. Da zähle ich jetzt vier auf jeden Fall. So, innerhalb von 2 Minuten drei Sichten. Das ist die Mission vom Hochsilz aus. Und das kriegen wir jetzt nun wohl hin.
Ah, da kommt mal etwas von hinten angetrabt. Dann fangen wir doch mal jetzt an zu spotten. Ja, die laufen schon wieder weg, das ist doof. Die sind noch nicht nah genug dran. Es sind jetzt mittlerweile 5 Tiere. Weibchen. Die gerne näher herantreten dürfen. Das erste ist hier schon über den Weg gleich. Jawohl. Oh, jetzt müssten wir aber Erfolg haben. Eins. Drei, da haben wir es geschafft. Vier. Und fünf. Alle gespottet. Super. Dann kümmern wir uns mal gleich direkt um die nächste Mission. Vielleicht können wir die ja auch schon abschließen. Da muss ich gerade mal hier auf meine... Ah, erlegen Sie einen männlichen Maultierhirsch mit 10 typischen Enden. Okay, da kommen die 5 Grazien hier jetzt nicht in Frage. Und ich denke, das werde ich auch auf ein andermal verschieben. Das war's dann mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch eine schöne, gute Nacht da draußen, was auch immer ihr sein mögt. Und bis bald und tschüss.